ansprechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Hey, Überraschung. Hergesü gewinnt daheim gegen Schattdorf 22 zu 17. In der Pause hat Schattdorf gar noch 7 zu 12 geführt. Langweilig ist es den Fans in beiden Lager nicht geworden. Insgesamt hat er dem Abend viermal die Führung gewechselt, also praktisch auch an der Kampf. Grund genug, zum genauer hinschauen. Okay, wenn wir die einzelnen Kämpfe durchgehen. Thomas Wiesler gegen Stefan Imhals hat sehr gut angefangen. 17 zu 0, 4 zu 0 für Hergiswil. Das ist klar, ist erst einmal abtrainiert für Wiesler Thomas für 57 Kilo. Erster Kampf ist immer schwerer, wegen so nicht Poker spielt und nur für Halbfinale abtrainiert. Heute abtrainiert und sehr gut gerungen und locker gewinnen für 17 zu 0. Okay, gut, der erste Kampf, Thomas Wiesler, Stefan Imhals. Ja, das ist sicher ein Kampf gewesen, wo man mit dem man rechnen mit dem Resultat. Der Wiesler Thomas hat sicher, ich glaube, diese Saison das erste Mal 57 gerungen. Ist sicher ein übermächtiger Gegner gewesen für einen Imhals Steffi. Imhals Steffi hat sicher hier nicht so eine Top-Saison. Ist auch nicht immer der Jüngste. Sicher auch mit dem ein bisschen zu kämpfen, aber ja, hat man mit dem zu rechnen. Ja, der Martin Suppi gegen Elias Kempf. 8 zu 0. Ja, ist sicher vom Resultat her eigentlich relativ klar, was das Kampfgeschehen sicher nicht unbedingt so klar war. Der Elias ist zweimal relativ nah an einem Punkt dran gewesen. Und ja, wenn er vielleicht den Punkt machen kann, dann wird es vielleicht sofort wieder ein knapper. Ja. Hätte er den Punkt erwartet? Ja, hätte man eigentlich erwartet, ja. Genau, da ist so eine Szene, wo ein erwarteter Punkt eventuell drin gelegen wäre. Martin Suppiger gegen Elias Kempf, 8 zu 0, wieder sehr gut, 7 zu 0 dann, das Endresultat. Ja, dort zwei Schwinger, aber Martin mehr Erfahrung für Inger und das schon rausgekommen für ein Match. Er ist sehr stabil für ein Match für 3 zu 0 für die Mannschaft. Julian Unternehrer gegen Simon Gierig. Leider Gerig Simon ist mehrfach der Schweizer Meister für 68 Kilo Grip und Freistil auch. Julian ist ein junger, talentierter Ringer, aber leider heute Abend das nicht gewesen zeigen. Der Julian Unternehrer gegen Simon Gerig, 16 zu 0. Technische Überlegenheit für euch? Ja, mit dem haben wir eigentlich schon gerechnet, weil der Simon Gierig ist ja der Schweizer Meister in diesem Gewicht. Und der Julian Unternehr ist sicher ein ganz junger, hat sicher auch gut gekämpft. Leider hat Simon gerade ein bisschen kämpfen, bis er einen Punkt gehabt. Aber mit dem haben wir schon rechnen. Und ich denke, wir haben mit dem 4-0 gerechnet. Der Akash Koriza gegen Trainer, gegen Michi Jauch, wo du so bist. Wie ist der Kampf, Schultersieg? Ja, ist sicher gegen Akos sicher immer, sind immer schwierige Kämpfe. Er ist aber gleich alt wie ich. Also, es sind zwei ältere Männer da in der Nation. Sicher immer interessante Kämpfe. Ich ringe eigentlich immer gerne mit ihm. Und der Schultersieg ist sicher eigentlich ein bisschen überraschend für mich. Ich kann zwar im Vorkampf schon schultern, aber das ist ein bisschen durch eine Situation, wo sie mit ein bisschen Glück auf die Schulter bezwingen. Aber heute hat er wirklich. Ja, ist, Meine Top-Waffe hätte er nicht so lesen können. Und er sollte eigentlich wissen, dass sich der Hüfter kann.
Eben, das ist eine Frage. Ist das jetzt eine Schwäche von Makos Karica, zweimal mit den Schultern besiegt? Oder ist das jetzt eine Stärke von Michi auch? Also der Hüfter ist sicher eine Stärke von mir, aber ja, ich sage jetzt eins, der Akos ist sicher genug erfahren. Und ich denke, es wird wahrscheinlich im nächsten Kampf, wenn es noch einmal im Kampf kommt, wahrscheinlich nicht mehr so einfach werden. Das ist ein Täuschungsmanöver, den ich gefragt. Ja, das ist auch wichtig. Und wie er es genau gemacht hat, Michi auch, da seht ihr es. Schon wieder auf den Schultern, der Akos kann es kaum fassen. Dann Akos Karica gegen Michael Jauch. Schultersieg hat man. Naja, hat man es erwartet? Hat er schon mal so Schultersieg verloren? Ja, leider diese Saison ist Akos zweite Mal Schulter verloren gegen für Jauch Michi. Einer ist selber falsch gezogen und jetzt ist zweimal reingekommen für Hüfter. Erste Mal rausgekommen, aber zweite Mal leider so gut behalten für Jauch Michi noch keine mehr Chance. Marcel Kurmann gegen Sven Gamma, 0-18. Ja, jetzt ist schon wieder Gamma, Sven ist auch mehrfach der Schweizer Meister für Greco. Und das, leider, Marcel haben nur eine Chance haben für Punkt machen, aber nicht gewissen nützen. So verloren für technische Überlegenheit. Hat man da vielleicht einen Punkt erwartet? Ja, wenn alles gut klappt, schon, aber das auch schon möglich leben für dieses Resultat. Das Pausenresultat in etwa so erwartet? Ja, ich habe vorher schon gesagt, ist der Jauch-Michi-Sinikampf und Akos-Sinikampf, das ist entscheidend, so höher Resultat. Es ist höhere Differenz für 5-Punkt-Differenz, aber das schon weiss, für die zweite Hälfte ist unsere Mannschaft stärker. Der Marcel Kurmer gegen Sven Gamma, 0-18. Ja, das ist auch wieder ein Kampf, das wäre ich sicher auch Topmann in diesem Gewicht. Und der Marcel Kurmann ist sicher ein junger Mann, hat sicher auch gut gekämpft, aber mit dem 4-0 haben wir schon fast gerechnet, dass der da 4-0 gewinnt. 7-12, das Pausenresultat. Ja, ist sicher für uns ein gutes Pausenresultat gewesen. Aber mit diesen 4-0 halt, ist halt schon, kommt halt so ein bisschen das höchste Resultat raus. Ja. Nach der Pause Thomas Suppiger gegen Lukas Epp. Schultersieg von Thomas Suppiger. Ja, das ist sicher auch ein Kampf, wo wir ja, mit dem fast ein bisschen rechnen müssen. Der Thomas Suppiger ist sicher, sagen Sie, einer der besten Ringer in der Schweiz, die es überhaupt gibt. Und der Lukas ist noch ein Junge. Und ich sage, ja, das ist sicher gegen Sättig Leute eigentlich Lehrgeld zahlen. Das ist, aber da können sie profitieren, wenn sie gegen Sättig ringen müssen. Und, ja. Okay, dann eben genau zweite Hälfte. Thomas Suppiger gegen Lukas Epp. Schultersieg von Thomas Suppiger. Sehr gut beginnen für die zweite Hälfte. Suppiger, Thomas machen relativ kurz einen Satz. Und die Schulter gewinnen nach 4-0 gegen für Epp Lukas. Hat kräftig gespart vielleicht für nächste Woche? Das ist schon möglich. Okay, Marco Hodl gegen Renato kämpft 10-0 für Ergiswil. Ja, der Marco ist gut gekämpft, aber leider zwischen ihnen etwas passiert für Finger. Ich weiß richtig fassen, aber sehr gut 3-0 die Mannschaft umbringt. 10-0, das ist ein gutes Resultat. Der Marco hat gegen Renato gekämpft, 10-0. Ja, ist sicher für uns eigentlich für Renato ein langer guter Kampf gewesen. Ist bis fast 5 Minuten lang eigentlich nur 2-0 gewesen. Ja, macht er halt, immer wieder einen dummen Fehler und gibt so eigentlich 8 Punkte in einer Aktion. Bis dahin ein guter Kampf von Renato, ist sicher der Hodler sicher der Favorit in diesem Kampf, aber ja. Julius Kurme gegen Nicolas Christen, 3-18. Hat er gar nichts abgegeben? Ja, gar nicht. Der Julius ist sicher auch ganz stark, er hat sicher auch viel Kraft.
Und das ist sicher auch passt dem Nikolas nicht so, immer wenn einer mit viel Kraft kommt. Aber sicher, der Julius hat wirklich super gekämpft. Eben, es war bis fast 5 Minuten lang eigentlich ganz ausgeglichen gewesen. Und danach, eigentlich, wo er eigentlich wirklich noch am Boden messen konnte, den Nikolas den Sack zumachen und wirklich mit eigentlich schönen Wertungen das 18-3 rausholen konnte. Julius Kurmann gegen Nikolas Christen hat mal geführt, sogar 3-1 und dann doch verloren, 3-18. Ja, leider, da kommt raus für Routine. Christen Nikola ist international Ringer und er schon weiß, wir haben eine Chance, was muss nützen. Und leider für die zweite Hälfte, einmal geht aber für Juli und nicht richtig verteidigen. Zweimal rauslupfen, dreimal durchdrehen gemacht und dann schon technische Überlegenheit gewinnen. Okay, genau, mit dem Punkteunterschied. Patrick Stadelmann gegen Todos Matteo, 7-1. Das ist für Patrick Arte Fuchs sehr gut gerungen, sehr gute Schleuder gezogen und auch nachher immer dranbleiben. Und das 7-2 ist ein sehr gutes Resultat für ihn. Der Patrick Stadumar gegen Todos Matteo, 7-1. Ja, das ist sicher ein sehr umstrittener Kampf gewesen. Ja, sicher gewisse Aktionen, die ein umstritten gewesen sind, aber schlussendlich ist halt der Stadumar Paddy sicher ganz ein alter Fuchs und der nutzt halt solche Situationen aus und kann dann schlussendlich eigentlich relativ klar den Kampf für sich entscheiden. Ja, umstritten inwiefern? Kann man da ein bisschen näher etwas dazu sagen? Ja, ich denke, mit der Banklage ist sicher für den Kampfrichter relativ schwierig gewesen. Das können abschätzen, welcher ist jetzt passiv. Wir sehen den Stadelmann, der immer den Kopf drum hat. Und der Kampfrichter sieht wahrscheinlich einen Mann, der immer den Finger wieder hat. Und ja, der ist halt so... Wer schickt jetzt zuerst ab? Und hat er halt den Eiser zuerst abgeschickt und der Stadelmann kann super faire Werte können. Eigentlich 4-0 in Fähre gehen und das ist immer schwierig. Auf dem Niveau, wenn du fair pink machst, wird es schwierig. Ja. Der Martin Grüter, der letzte Kampf gegen Fabio, etwa 16-0. Ja, mit dem haben wir auch, ja, ich denke, vielleicht mit einem Punkt mit dem Fabio hätte ich noch fast ein bisschen mehr können rechnen können. Aber es ist sicher schwierig, wenn du am Schluss innen bist und weißt, der Grüter ist auch, ich glaube, auch Schweizer Meister gewesen, dieses Jahr, meint ich immer Gewicht. Und das ist sicher schwierig, wenn du gegen so einen bist und weißt, du musst gewinnen. Ja, aber der Fabio hat gut gekämpft und wirklich schlussendlich das Beste gegeben. Ja. 22-17, in etwa erwartet. Ja, ja, ich denke, es ist eigentlich, ich hatte eigentlich noch fast gedacht, dass es noch ein bisschen klarer für Hergesiel ausgeht. Aber man hat sicher einen guten Kampf gezeigt, wirklich auch gut gekämpft, auch die wichtigen Punkte geholt, die wir auch schon nicht gemacht haben. Und, ja. Vor dem letzten Kampf war noch spannendes Resultat, 18-17 für Hergiswil, also knapp. Klar, aber das muss auch gewesen sein. Grüter Martin dieses Jahr ist aktuell Schweizer Meister für aktiv, für Freistil. Und das normal ist für Hausaufgabe für diesen Kampf zu Hause bringen. Und dort haben so viel Forschung, diese Einpunktforschung, egal wie 2-1, 3-1 oder 4-0 bringen zu Hause, ist Glück gewinnen für die Mannschaft nachher haben für 2 Punkte. Aber ein glücklicher 4-0 gewinnt, gut gerungen und so ist noch besser. Eben 16-0 dann. Okay, Thomas Suppiger hat die Kräfte gespart. Nächste Woche kommt hierher Krisen. Was hat man da für Hoffnungen oder für Erwartungen? Ja, jetzt wie alle Kämpfe, immer spannender Kampf, aber richtig ist vielleicht 168 Stunden weiß richtig, was ist für Resultat. Nach einer Woche, 168 Stunden. Danke vielmals. Ich auch. Nächste Woche, wo geht's noch? Haben wir daheim Freiamt. Und ja, ich denke, wird sicher auch wieder hoffen, einen spannenden Kampf geben. Genau. Dann werdet ihr euch wieder melden mit eurem Ruf. Wie geht der genau? Es tönt lustig, aber sagt mir nochmal. Ja, das ist eigentlich Uchibi bei die Uchiba. Nachher ist eigentlich, kommen wir mehr eigentlich. Wir machen eigentlich nur Hu-Ha, Hu-Ha. Heisst das etwas? Nein, das heisst eigentlich nicht. Das ist irgendwie ein Spruch von Afrika, von einem eingeborenen Stamm, den wir hier oben noch haben. Danke vielmals. Gut, danke. Merci.
Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.